Moinsen, hallihallo und willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Workers and Resources Soviet Republic. Ja, heute starten wir in Strakorow, haben wir lange nicht. Und ich bin hier aus einem bestimmten Grund. Ahnt es sicherlich schon. Ja, dieser Zug ist auf dem Rückweg. Der ist es, habe ich eben gerade geschaut, der ist es noch im Tunnel da hinten. Und der andere, der ist hier. Und also hier drin. Ja, dann würde ich sagen, machen wir wieder unseren berühmten Trick hier. Schicken er mal kurz rein. Und so wie wir das Hupen hören. Da ist er. Schicken wir ihn wieder zurück hier. Und dann ist das gut. Ja, jetzt will ich mal kurz zeigen, ich habe ein bisschen was gemacht, nicht viel. Ich wollte hier eigentlich so ein bisschen Dorf anbringen, aber ich habe vergessen, meine Dings rüber zu holen, hier meine Bagger, die Schaufellader. Und dann hatte ich nach einem Depot gesucht, ich wollte erst hier hin machen. Und dann, jetzt baue ich es hier hin, da passen 10 Stück rein. Und das hatte ich noch nicht. Und das soll einmal hier hin. Dann hat sich Timo hat sich eine Antonov gewünscht, die wollen wir gleich mal holen. Die holen wir mal jetzt. Haben wir irgendwas Gebrauchtes hier? Ja, hier haben wir, hätten wir zwei. Ja, die Cessna können wir uns denn holen hier. Die hole ich aber gleich drüben. Ist hier noch irgendwas? Was ist das denn schön? Die kenne ich gar nicht hier. Da gucken wir gleich nach. Lass uns erstmal die 1-2 holen. Genau, die kommt da mal her. Ich dachte, die hätten wir in verschiedenen Farben, aber ist wohl nicht. Was ist denn das hier Schönes? Die kommt hier erstmal her. Schauen wir uns dann gleich an. Jetzt will ich mal eben schauen. Also ich habe das hier vorgestellt. Hier wird erstmal weiter gebaut. Hier ist ja die Nahrungsmittelindustrie, die hier stattfinden soll. Das war es eigentlich erstmal hier. Ich habe noch was festgestellt eben vor der Aufnahme. Das zeige ich euch nochmal eben. Hier habe ich übrigens gerade eben noch eine Asphaltstraße angeplant. Also eben aufgewertet. Dann habe ich hier ein Stück verkabelt. Das habe ich auf hohe Priorität. Das muss schnell fertig werden, weil ja hier auch gebaut wird. Und der muss ja dann hier zufahren. Aber das sollte schnell fertig werden. Aber noch was Wichtigeres. Hier habe ich Erdarbeiten. Hier habe ich noch mal ein kleines Bauamt angesetzt und weil dieses Baubüro wird saniert. Das ist übrigens ganz schön voll hier, die Aufträge. Und ich dachte, die Helikopter sanieren den, die können da nicht landen. Und deswegen habe ich jetzt hier, ich habe hier die anderen alle angewählt, die sollen hier mitmachen. Und deswegen habe ich hier ein kleines Baubüro hin, der soll sich dann nur um Sanierung kümmern, dass sie sich dann hier gegenseitig sanieren können. Ja, das ist eigentlich schon alles. Und hier soll in nicht allzu ferner Zukunft nochmal eine dicke Farm hin, weil die Farm, die ich drüben in Drajori habe, die wird ja dann künftig ihren Kram rüberbringen nach Schonland.
Ja, und hier habe ich einfach noch ja, ein paar kleine Wege rübergelegt. Ja, und die haben hier ja noch zu tun. Ach ja, genau, hier habe ich auch die Stromkabel angesetzt und in Auftrag gegeben. Ja, dann würde ich sagen, dann fackeln wir nicht weiter lange. Wir planen wieder an, lassen laufen und ich ziehe mein Weckerchen auf. So, und dann wollen wir uns mal die Antonov anschauen. Ach ja, jetzt habe ich noch was. Ich habe eine meiner Lieblingsloks habe ich hier gesehen, als gebrauchte. Da ist sie. Ja, die hole ich mir einfach erstmal. Kann ich die jetzt alleine fahren lassen? Eigentlich ja. Dann kann die schon mal hier rein. Ja, der fährt schon mal rein. Die schauen wir uns gleich an. Und dann hatte ich hier doch noch ein gebrauchtes Flugzeug, was ich. Die Cessna, genau. Die soll dann aber auch repariert werden. Ach so, hier wollte ich auch noch mal gucken. Die Cessna 172. Na komm schon. Holen wir uns die einfach. Ja, die mag ich sehr gerne. Ich habe ja festgestellt, dass es im Rubelbereich eine ähnliche gibt. Und ja, ich habe die auch verändert. Ja, stimmt. Die lief sonst, glaube ich, nur 75 und ich habe die hochgesetzt auf 85. Ein spuckes Kleinod. Gefällt mir sehr. Gut, dann lass uns doch mal schauen jetzt, was denn hier so ankommt. Ich werde einiges an Fahrzeugen benötigen, weil ja, hier der Sprit muss noch verteilt werden. Hier sind die Baubüros fertig. Oh ja, ihr seid auch fertig, klasse. Ja, und dann müssen wir erstmal auch wieder hier abwarten, dass ja, dass wieder ein bisschen was vonstatten geht hier, weil wir im Moment jetzt schon die Bauaufträge rausasen hier.
Jetzt ist wieder etwas Geduld gefragt. Können hier eigentlich alles mitmachen hier. Ja, das ist schon mal sehr vorteilhaft, dass wir hier etwas Kies vorrätig haben. Dann braucht das nicht von drüben geholt zu werden. Aber Asphalt muss auch immer aus Strakow geholt werden. Das wird hier erst, das habe ich erst verfügbar, wenn hier ein Dörfchen entstanden ist. So, ist denn jetzt schon ein Flieger da? Ah, hier bist du ja. Ja, du wirst dann künftig für Stoff zuständig sein. Wo kann man denn hier? Ah ja, hier. So, du fließt. In den sowjetischen Block und kaufst Stoffe. Ah, hier. Ja, und dann kommst du auch hierher. Stoffe und warten bis leer. Dann schauen wir uns den mal kurz an hier. Dann wird das mal ein Nachtflug. Sehr schön animiert. Oh ja, das gefällt mir. Sehr schön, dann mach mal fertig.
Ich hätte vorhin gesehen, dass auch ein paar von den Kranen ja, die waren auch ziemlich durchgerockt hier, guck mal. Mit 76%. Und der wurde auch erst. Ach nee, doch nicht. Vor 10 Monaten. Der ist dann bald soweit. Wo ist denn das gute? Ah, er hier. Der BK1000, das dicke Stück hier. Und der hier war auch. Ja, alle beide ziemlich durchgefeiert hier. Also hier muss was geschehen. Aber ich denke, hier wird auch was geschehen. Weil wir haben ja jetzt diesen Haken weggenommen. Und das behalten wir jetzt im Auge. Ach, man kann auch erweitern hier, sehe ich gerade. Das werden wir gleich mal bei allen machen. Wenn wir das erweitern können, dann tun wir das. Ah ja, die Lok ist schon erkannt worden. Ah, hier, das habe ich gesucht. Dann hatten wir aber noch einen. Darf auch auf 3,5 und jetzt haben wir ja 4 mittlerweile. Der geht dann auch auf 3,5. Ja, wir haben eine Tonne Stoff, eine Tonne Stoff am Start. Langsam Krebs. Ja, da ist jetzt ein bisschen was fertig geworden. Wir haben einen Stau. Das dürfte an einer Reparatur liegen. Mal reinschauen hier. Hier ist nichts drin, aber der Stau hat sich auch gerade aufgelöst. Sehr schön. Den war da im Takt. Und was haben wir jetzt fertig? Ah ja, das ging schnell. Das ging schnell, sehr schön. Ja, er wird sich gleich hier bedienen an an dem Stück hier. Und bis dahin hätte ich dann auch gerne den Tunneler zurück. Haben wir denn Plattenbauteile da? Da schauen wir mal eben nach. Dürfte eigentlich alles ganz gut sein hier. Plattenbauteile über 60, hier sind auch noch welche drin. Das ist in Ordnung. Er hat schon die Rückreise angetreten und einmal mehr hier entlang.
So, du zeigst jetzt ein Problem an. Da kann es sein, dass wir ein Signal. Ja, das ja, alles klar. Das sollten wir mal ganz generell checken. Haha. Freunde, was sehe ich denn da? Hier ist alles okay. Hier auch. Hier auch. Okay, dann dann schauen wir jetzt noch mal zur anderen Seite. Ihr seid okay, ihr seid okay. Ihr seid okay. Ihr seid nicht okay. Es war wahrscheinlich die Macht der Gewohnheit. Hier ist wieder alles blütenweiß. Und so wie er an diesem Signal ankommt, dürfte auch sein Fragezeichen verschwinden. Und er, na, einmal hält er noch an. Jawohl, jetzt hat er es. Jetzt können wir auch mal schauen, was der andere Tunnel eigentlich macht. Wieso müssen, also das frage ich mich immer noch, wieso müssen hier Mauersteine gelegt werden? Ja, das lohnt hier jetzt auch nicht mehr, ihn zurückzuschicken. Ah ja, hier hatte ich auch erst Furcht, dass er nicht wollte. Da habe ich auch die Baubüros auf Strakorow angestrengt. Oh, hier haben wir eine Laterne auf der Straße. Ja, gut, da müssen sie halt aufpassen. Hier geht es ziemlich flott, muss ich sagen. Sieht man noch die Klimaanlage hier für den Kühlraum. Gefällt mir sehr.
Ja, man erkennt schon so ein bisschen die Struktur, die hier entsteht. Und ja, ich kann es eigentlich auch kaum erwarten, hier das hier mit Leben zu füllen. Jetzt will ich mal schauen, ob die... Haben wir eigentlich Alu hier? Ich meine ja. Schaut mal. Hier ist Aluminium drin. Und nichts zu reparieren. Er kann auch gerade nicht, weil hier ja die Straße neu gemacht wird. Hubschrauber hier rangeschickt. Das ist ja sonderbar. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Schauen wir gleich nach, wenn die Straße fertig ist. Fleißig, fleißig, sehr gut. Ja, er hat hier schon durchgelegt hier, das ist in Ordnung. Das ist ja auch sonderbar hier. Moment mal. Ja, da kommt der Tunnel, deswegen sah man Action. Wie sieht es denn mit dem Geld überhaupt aus? Da wollte ich auch nochmal nachgucken. Ja, die obersten vier sind wir gleich los. Der fünfte dauert auch nicht mehr lange. Lass uns doch mal schauen, ob wir eine Impfung am Start haben. Nein, haben wir nicht. Wenn der Kram Richtung Kohleminen Kromnova fertig ist, dann könnte sich auch mal um das hier kümmern. Weil Strakhorov soll hinten am Ball bleiben. Hinten in Schonland. Ach ja, ich hatte ja noch ganz vergessen zu sagen, ich hatte hier doch den Scania Zementtrag geholt. Und den Mercedes Tank. Ja, und die sind beide beschäftigt, um ja, das Bitumenlager als auch das Zementlager hier zu befüllen. Und wir brauchen hier auch noch Wasser.
Haben wir überhaupt einen Eingang für? Oh ja, haben wir. Da musste auch noch Wasser rein. Oh, das ist was Neues. Moment. Ja, das war doch wohl nur eine Momentaufnahme sicherlich. Na, mit. Ja, das wird eine Momentaufnahme gewesen sein. Ach, den hatte ich ja schon eingestellt, genau. Ich habe die Häuser übrigens angemalt hier. Also farblich gestaltet, sagen wir mal so. Er leckt mir ganz schön hier beim Mitfliegen. Ah ja, hoppsasa. Ich habe die Wartung auch auf hohe Priorität gesetzt, um eben ja, zu gewährleisten, dass es auch schnell geschieht. Hier muss ich dann auch wieder ein paar Büsche rein quetschen irgendwie. Dann würde ich sagen, dann baue das mal. Ups, jetzt habe ich es aber gesehen. Dann baue das mal fertig.
Dann schauen wir mal, dann nehmen wir uns nochmal 2 Millionen und lösen die ganzen, obwohl kann ich auch abwarten. Moment. Ein Jahr. Machen wir es so. Die paar Tage sollten da jetzt den Kohl auch nicht fett machen. So, was macht die Straße in Strakorow? Wieso bringt ihr keine Walze, sag mal? Muss das jetzt zu Fuß platt getrampelt werden? Wo sind die Walzen? Haben die zu tun oder? Hier stehen drei Walzen, Freunde. Kann es sein, dass wir zu wenig von den ja, es sind keine LKW da, die das transportieren können. Er kommt gerade. Ja, die haben alle zu tun hier. Ja, die sind alle in Schonland unterwegs, deswegen leidet das hier ein bisschen. Aber gut, wir haben ja noch Manneskraft. So, der Tunneler dürfte jetzt hier eingetroffen sein. Das eben zu Ende bohren. Sehr gut getimt haben wir das, würde ich mal so sagen. Das wollen wir hören. Geht das wieder vorwärts. Ja, hier geht alles seinen Gang. Er ist hier auch bald durch mit dem drittletzten Stück.
Ja, hier kann ich mal den Boden wieder ein bisschen schick machen. So, sehr schön. Jetzt will ich mal schauen, ob wir da muss ich dann erst die andere Werkstatt in Gang kriegen, weil ja, weil die kommt da nicht hin, da hinten. Aber wir haben ihn erstmal. Hast du denen erkannt? Naja, mach mal. Du wirst das schon richtig machen. Der Tunnel ist wieder durch, sehe ich gerade. Ja, und die Bauaufträge, die ziehen sich jetzt. Das ist meine Art zu spielen. Habt ihr sicherlich schon gemerkt. Ich genieße das sehr. Zuschauen, optimieren, abwarten. Natürlich kann es hier und da mal schneller gehen, aber hey, ich hab das doch nicht eilig. Ich hoffe, ihr auch nicht. Doch, passt ganz gut rein. Das passt ganz gut rein. Und ja, fast 18.200. Ja, da haben wir sie geknackt und ja, Guide vorwärts. Das hatten wir doch schon mal an der Stelle.
Wieso haben wir hier eigentlich einen? Schaut mal, hier stimmt doch was nicht. Hier ist doch was nicht in Ordnung. Guck mal. Der hier, das ist doch der Tankanhänger. Komm du mal ins Depot rein hier. Den hatten wir doch mal so zum Dings gebracht, so. Ja, Frau von der Leyen. Wird mir mal nicht komisch hier, sonst muss ich bald mal wieder einen Knast aufmachen. Hier ist schon bald wieder so voll. Ja, weil jetzt die Bevölkerung auch etwas zunimmt und doch, hier geht noch. Ich wollte mal eben was anderes schauen und zwar. Nee, lass uns das mal so machen. Verteilbüro. Nee, dann gehen wir mal hier lang. Und dann suchen wir mal DO Sprit. Ich will nur schauen, ob die alle komplett sind. Weil wir jetzt einen eben gerade ins Depot geschickt haben. Diospritz 2 Lokal Bratpulver. Ach, der ist neu. Ich hoffe, dass das richtig ist. Ich weiß es gar nicht mehr. Kommt Sprit, ja? Hast du gar keinen Tank? Wieso hat der einen Tank und der andere nicht? Ist doch die gleiche Mod. So, wie ihr seht, ist jetzt hier die Sanierung wahrscheinlich beendet, sodass jetzt hier auch wieder etwas Action ist.
ist der Tunnel da hinten fertig? Das wollen wir mal eben feststellen. Oder ob er schon unterwegs ist, um den nächsten Tunnel in Schonland anzugehen. Wo steckst du, Hase? Du bist hier drin. Na, was haben wir denn jetzt hier? Ach, ihr seid noch zugange hier. Und es kommt gerade keiner. Wie finde ich denn das? Sehr schön. Und dann, wenn das hier gleich fertig ist, es hätte schon längst geschehen sein sollen, Freunde. Hier wird dann der Bohrer wieder zum Einsatz kommen. Na, das wird doch wohl gelacht. Ja, die kleinen Fitzel, die ich dort platziert habe und ja, das habe ich mir selber zuzuschreiben. Da hätte ich vielleicht etwas klüger vorgehen sollen, aber dazu fehlte mir die Muse. Das sollen die so machen.
Ich habe bis jetzt noch nicht rausgefunden, wer da mal so quäkt. So, jetzt wollen wir doch mal hier am Start bleiben. 5 Tage. Das wäre der 12. Mai. Dann wollen wir uns doch den mal anschauen, ob der denn hier repariert wird. Fährst du mit den 11 aber dann in die Werkstatt? Wie finde ich denn das? Aber gut. Das dürfte eigentlich flott gehen. Schaut mal, er hat sich den nächsten Kran hat sich gegriffen. Braucht man für eine Sanierung einen Kran? Zum Maschinentauschen glaube ich nicht, aber Sanierung, ich glaube, da kann man einen Kran gebrauchen. Bin ich nicht ganz sicher, wisst ihr das? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich meine, ich habe bei Sanierung auch schon Krane im Einsatz gesehen. Ja, die Liste muss hier abgefrühstückt werden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 18, 16, 19, 30. Über 30 Bauaufträge. Das ist eine Menge. So, jetzt sind wir sehr gespannt.
Da wird dann einer rausfahren müssen. Oder? Nee, braucht nicht. Er ist doch orange. Wir warten auf den BK-1000. Reparatur läuft. Da hat er ihn. Ich glaube, ich habe noch so ein kleines Gefängnis, ein offener Vollzug. Das könnte dann auch in Schonland entstehen. Aber im Moment müssen wir erstmal abwarten, dass wir die ganzen Aufträge abfrühstücken. Eine Rutsche Autos. Für knapp eine Viertelmillion. Ja, und der LKW, der muss noch einmal kommen. Er ist zwar schon voll hier, aber er wird erst getriggert, wenn noch ein Fahrzeug beladen werden will und das nicht geht. Dann zählt er sich als voll. Da höre ich doch gerade was. Und wir ziehen einmal nach. Und dann schauen wir mal, wo der LKW bleibt mit dem noch fehlenden. Hast du gerade abgeliefert, wo ich... Nanu? Ach, dann war er irgendwo hin eben. Ach, ich vermute, er war tanken. Ja, dieser Tunnel auch eines der ersten Bauwerke. So, und der Käfer wurde abgeliefert und so sieht sich die Barkasse dazu berufen, abzulegen und ihre Ladung im nahegelegenen Osten, so muss man ja sagen,
zu exportieren. So, jetzt hätte ich beinahe mein Mikro vergessen. So, jetzt wollen wir mal schauen, was wir hier noch starten können. Einmal das wird gemacht. Ja, die Käfer, die da jetzt exportiert werden, das Geld werde ich auch gut gebrauchen können. So, jetzt habe ich auch lange nicht mehr nach diesem Bauzug geschaut. Wir haben in Valoka den Tunnel da drin. Das heißt, wir können das hier fortsetzen. Was machen die anderen? Kommt gerade. Es könnte dann auch sein, dass er das hier fertig bekommt. Das werden wir gleich sehen. Ja, du rauschst wieder ab. Jetzt will ich mal was gucken. Dieser KZH, ach nee, der hat 12.000 noch. Nee, die wollen wir nicht wegschmeißen. Komm, da fahren wir doch mal. Komm, lass mal mitfahren. Eine Runde nach Valoka. Dann mache ich auch mein Mikro aus. Bis gleich.
So, und da sind wir angekommen in dem Baubüro, in dem EBBA. Und ja, wir sind jetzt gefahren hier den Tunnel nach Schonland. Da sind wir losgefahren, hier an Drajiri vorbei, an den Rangierbahnhöfen vorbei, über den Tintenfisch, durch ein Stück Tunnel, hier auf die Hauptstrecke, hier am Timos Hügel vorbei, über die Talbrücke an Strakore vorbei, dann über die Hochebene, so nenne ich es mal, vorbei an dem Vertriebsbüro, übers Weichenkreuz hin nach Strakore. So, da sind jetzt sicherlich, oh, wir haben wieder wenig Kohle, ich fahre bestimmt einmal pleite. Der Tunneler dürfte jetzt losfahren. Ich hoffe es zumindest. Wo ist er denn? Ah, jetzt auf der Strecke schon, sehr schön. Der fährt jetzt hin zum Bohren. Und wir hatten ein paar Gebäude fertig. Ja, es brennt, ist ja gut jetzt. Da wollte ich hin und das Geld ist zu Ende. Noch ein. So. Den haben wir hier alles. Einmal gegenchecken. Hier ist jetzt alles, ja hier nicht. Hier ist alles rot. Dann können wir ja auch mal. Oh, hier muss ich wieder aufpassen. Die Ausgänge auch noch gestalten hier. Und dieses Stück hier muss dann auch. Das hier sollte eigentlich schon sein. Ja, das ist schon. Nichtsdestotrotz kann ich es so anwählen, was mich sehr wundert. Aber das hatten wir ja schon mal das Thema. Dann wollen wir das noch mal eben anwählen hier. Na, wo bist du hier? Da würde ich auch sagen, dass mal alles auf hohe, weil wir sonst hier keinen Kieser liefern können. Ich muss gerade mal schauen. Ah, er ist drin, alles klar. Weil jetzt ja hier auch die Zufahrt von unten jetzt hier blockiert ist für den Moment, bis das Stück hier fertig gebaut wurde. Ah ja. So, dann lass uns mal schauen, was haben wir überhaupt noch irgendwas an. Was haben wir denn überhaupt da?
Abgedeckt haben wir gar nichts. Abwasser, Asphalt, Aussaat, Bagger. Das sind die Girovets. Das dürften 8 Stück sein. Genau, die nehmen wir nicht. Den Gas, der kann hier rein. Dann haben wir schon mal einen Bus. Den habe ich doch im offenen eben gesehen. Lass dich mal anschauen, Hase. Hier ist noch ein Bagger. Und ein Zespel. So, dann haben wir, Moment. So weit wegscrollen müssen, sollen, können, dürfen. Und zwar so, jetzt bin ich wieder da. Wir haben einen Bus, wir haben einen Bagger. Wir haben einen offenen. Bus, Bagger, offenen. Brauchen wir einen Betonmischer? Ich glaube ja. Dem Mercedes. Der gefällt mir sowieso sehr. Komm. So, einen abgedeckten brauchen wir noch. Komm du mal her. Und ich glaube, einen Straßenkran könnten wir auch noch. Straßenkran. Komm du mal her hier. So. Und dann schauen wir uns das mal an.
Dann könnt ihr hier Auto-Search machen und ihr dürft alles machen. Ja, den haben wir da erstmal was drin. Hier war er fertig, genau. Sehr schön, dann ist das hier auch mal beendet. Dann, ja, jetzt ist natürlich wichtig, wo der Tunnel da geblieben ist. Der ist noch unterwegs. Dann würde ich sagen, machen die anderen hier mal weiter. Solange der Tunneler da noch zu tun hat, dann würde ich sagen, macht ihr hier weiter. Das ist doch ein ganzes Ende hier. Welchen macht ihr denn gerade? Da sind zwei Dinger dran. Ist ja auch seltsam. Ja, warum dort jetzt der Boden so. Ach, hier ist aufgeregt. Ah ja, genau, das geht ja hier gleich runter, genau. Das muss ich noch wieder schick machen. Aber nicht jetzt.
Ich bin ganz froh, dass er hierher gekommen ist. Dann ist das in einem Rutsch auch gleich erledigt. Und ich glaube, dass auf dieses Gleis auch schon einer unterwegs ist, den meine ich doch gerade gesehen zu haben. Er wartet, dass der andere raus ist. Aber das geschieht ja nun gerade. Und somit ist auch hier das Gleis wieder freigegeben. Es sind auch beide von den KZHs verfügbar, weil ja im Moment getunnelt wird, gebohrt wird. Du willst tanken, sehr schön. Das ist sehr schön, nicht sehr schön, aber ist ja wohl notwendig. Das heißt, er wird am Weichenkreuz jetzt rechts abbiegen, um sich eine Ladung Sprit zu verpassen. Ich glaube, er war auch tanken, der Rote. Er kam noch da eben von links.
So, dann einmal auf die Wendeschleife. Und auf zur Viehhalle. Ich hoffe nicht, dass ich irgendwann Flugzeuge verschrotten muss, weil da wüsste ich jetzt nicht, wie ich da eine Landebahn rankriegen sollte. Habe ich hier eigentlich Holzgleise? Ja, habe ich. Dann brauche ich mir auch keinen Kopf machen, ob ich hier mit einem elektrischen Zug hinfahre. Also für die Getreideanlieferung hatte ich zunächst gedacht, aber gut. Ja, und ihr seht, der kleine Umweg hat überhaupt nicht geschadet. Das bisschen Vieh, was sich angesammelt hat, das ist dann trotzdem ruckzuck verladen worden und von daher ist das kein Problem. Ja, den hatten wir ja hier hingequält hier, aber gut, hat er funktioniert. Hat er funktioniert. Da bin ich auch sehr gespannt.
Ich habe das eben schon mal gesehen. Immer wenn ich das andere Baubüro dazu schalte, erst dann fühlt sich der Ducato hier getriggert loszufahren. Und obwohl er für Valoka arbeitet. Das kann sein, dass er irgendwie, ja, ich werde es nicht sagen aus Neid, aber als wenn das so ein bisschen hängt. Schaut mal, jetzt ist keiner unterwegs. Und wenn ich jetzt sage, hier, Strakorov-Bus. Das ist der Vorführeffekt. Da, guck. Zack. Ach, jetzt kommt doch der Boxer aus Valoka. Aus Strakorov meine ich. Aber gut, dann ist auch Wurscht. Wir haben ja Sommer, von daher passt das. Wir machen hier mal alles ran. Damit das hier auch mal zum Ende kommt hier. Dich haben wir jetzt verpasst. Pass mal auf, dich jagen wir mal raus. Da. Das wollte ich erreichen, dass er nach Komnova fährt. Genau, das war mein Ziel. Dann können die anderen eigentlich auch mal raus hier. Pass auf. Oder der andere, besser gesagt. Ich weiß auch nicht, ob ich da aktiv werden muss. Ich nehme an, weil die Bevölkerungszahl zunimmt, dass da jetzt auch ein paar mehr Gefängnisinsassen sind. Weil die. Hier wollen wir nach Loyalität schauen. Das ist hier in Ordnung, das gefällt mir. C 60, teilweise 70. Prima. Selbst hier hinten richtig gut.
Und das ist alles ziemlich einheitlich hier. Auch bei Timo sehr schön. Prima. Dann machen wir auch gleich die Zierde fertig hier und dann kann das verkabelt werden. Passt auf, das machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Wir schauen einmal, wie weit der Tunnel ist, wie weit es überhaupt hier aussieht, hier hinten. Und er hat noch ein bisschen was vor sich. Das ist okay. Ja, und ihr seid auch schon bald hier hinten. Oh Gott, prima, alles klar. Was haben wir hier hinten noch? Ah ja, und hier wollte ich ja auch noch weiter. Warum überhaupt so geizig? Lass uns doch einfach hier mal alles. Fehlt ja nun wahrlich nicht mehr viel. Habe ich das Depot noch hier? Ja. Oben rein, unten raus. So und so. Gut, der Wecker dürfte gleich klingeln, noch 5 Minuten hier. Und ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Und bei Fragen oder Anregungen immer gerne in die Kommentare. Ich mache noch ein paar Bilderchen und dann sage ich mal, gehabt euch wohl.
und bleibt mir gesonnen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.